Okay, Sekunde, da muss ich mal kurz reinfinden. Wo habe ich im letzten Part aufgehört? Rathaus. Ja, sorry, das ist gerade ein Weilchen her. Seit der letzten Aufnahmesession. Ist eine Weile her. Beim Bürgermeister waren wir schon. Ja, daran kann ich mich dunkel daran erinnern. Hier waren wir auch schon. Kaffee wollten wir machen. Sie hat mich nicht vorgelassen, also bekommt sie auch kein Abschiedsgeschenk. Ja, geschieht ihr recht. Kaffeezutaten benötigen wir. Er ist aufgedunsen, er ist nutzlos und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Aha, Er ist aufgedunsen, er ist Inventar. nutzlos und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Ja, die Steuerung muss ich auch noch wieder reinbekommen. Ja, okay. Das tut nicht gut, wenn man so lange lang nicht aufnimmt und so eine lange Pause dazwischen macht. So, Glas, Wünschelrute, Coupons, Zahnbohrer, Luftballons, Narkotikum, Chilischote, Trichter, Seziermesser, Rezept, Wartenummer, Handschweißgerät und ein Schwamm. Was können wir damit jetzt anfangen? Glas kombinieren. Nein, nicht kombinieren. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, was wir damit machen können. In Wenzes Bude. Da ist doch jetzt Wasser. Eine Frischwasserquelle. Müsste da doch vorhanden sein. Und wir haben ein Glas. Der liebe Wenze ist nicht zu Hause. Okay, dann wollen wir mal. Glasquelle. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Wieso denn das Da, nicht? ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Aber es ist doch das klarste Wasser in ganz Deponia. Was, wie, was? Warum? Hey, das ist Dads Wasserglas. Ich habe ihn fast nie ohne gesehen. Er hatte wohl Angst zu dehydrieren. Es ist sogar ein Wasserglas. Wo ist das Problem? Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar erkennt sie nur klares Wasser. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Willst du das nicht? Ich Entschwamm. will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Willst auch nicht aufsaugen mit einem Schwamm. Ich will mit Wenzel. Ja, haben wir schon gehört. Joa, Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Ja. Ich Trichter. will mit Wenzels stinken. Vielleicht müssen wir erstmal Glas kombinieren mit Trichter. Das Glas ist leer. Ja, dann mach es doch voll, Rufus. Ist doch nicht, ist doch, das ist meine Fresse. Ein Rezept. Können wir uns das nochmal anschauen? Okay, für das Pulver fehlt uns noch das da unten. Haben wir vielleicht irgendwas, was wir da noch mit reintun können? Dass wir irgendwie miteinander mixen können. Die Chilischote, ja, vielleicht können wir die irgendwie mahlen und dann zu dem Kaffee-Dings mit dazu tun. Vielleicht können wir das schon Toni kombinieren. hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Toni hatte schon immer einen sehr.
Ja, also, wie kommen wir an diese Quelle ran? Wir brauchen doch bestimmt dieses Wasser irgendwie. Brauchen dieses Wasser irgendwie für den Kaffee. Irgendwie brauchen wir das doch. Das kann doch nicht nutzlos sein. Das kann doch jetzt. Das brauchen wir ganz bestimmt. Aber wie kriegen wir das? Wie greifen wir uns das Wasser? Ja, vielleicht müssen wir vorher noch was anderes erledigen, bevor wir können. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo, hallo. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar aber kaum. Ja, wir wissen, wo der unterwegs ist. Den haben wir ja gesehen im Rathaus bei der lieben Goal. So, dann mal in Tonis Laden. Ich will mal vorbeischauen. Oh, die hat wohl scheinbar wieder ein Dartfell nötig. Fehlen noch zwei Zutaten. Zwei? Fehlen noch zwei Zutaten. Dann mach doch auf. So, können wir da vielleicht mal die Chilischote reinpacken? Mein Magen grummelt hier die ganze Zeit. Eine ganze Chilischote. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr. Fehlt nur noch eine Zutat. Eine Zutat? Oha. Für das Pulver oder was? Rezept. Besonders aufputschend. Was meinen die wohl mit besonders aufputschend? Das frage ich mich auch. Heiße Bohnen haben wir jetzt. Ah, okay. Und schwarzes Pulver. Heiße Bohnen und schwarzes Pulver habe ich wohl übersehen. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Was meinen die wohl mit... Besonders aufputschend. Da habe ich nicht viel von im Inventar. Was Aufputschendes. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man etwas Aufputschendes für Kaffee benötigt. Koffein? Hier in der Gasse. Lonzos Kneipe. Hast du denn etwas Aufputschendes? Oder einen Hinweis für mich? Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Und zu dem muss dann das Wasser bringen, oder was? Wegen des Pulvers. Schieß los. Was meinen die wohl mit besonders aufputschen? Ein Hinweis? Keine Ahnung. Eine Art Aufputschmittel vielleicht? Vielleicht hat Dr. Gizmo ja was in seiner Praxis. Dabei fällt mir ein, Dr. Gizmo hat doch bestimmt eine Art Aufputschmittel in seiner Praxis. Und was habe ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Wenn du öfter mal was Hilfreiches sagen würdest, würde ich vielleicht auch mehr zuhören. Das habe ich wohl verdient. Bei Dr. Gizmo. Ich schaff das schon. Beeil, ich kann es. Ich gehe dann mal. Zutat macht. Das Wasser macht man dann später. Erstmal was Aufputschendes finden. Beim lieben Gizmo in der Praxis. Also. Was Aufputschendes. Ich habe hier. Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Beruhigungsmittel ist ganz bestimmt nichts Aufputschendes. Wir brauchen das Gegenteil von Beruhigungsmittel. Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen.
Wir brauchen irgendwas, womit wir den Arztschrank aufkriegen. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Tja, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Das ist doch schon mal bei Tonis. Verdammt! Dingens. Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Das richtige Werkzeug. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Ja gut, da ist bestimmt ein Aufputschmittel drin. Lachgas. Ja, Lachgascontainer. Ist bestimmt nicht das, was wir brauchen. Ja, Lachgas kann durchaus aufputschend sein, aber ich weiß ja nicht. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Auch wenn ich sie garantiert treffen könnte. Ich würde sie damit niemals runterbekommen. Kombinieren geht über Studieren. Tja, Fußfessel. Da besteht keine Fluchtgefahr. Kann ich da besteht dir keine Fluchtgefahr. Dort hinein? Ja. Strike. Oh. Na super. Handschellen. Heb auf. Ich habe Handschellen. Und nu. Was macht man mit Handschellen? Da besteht keine Fluchtgefahr. Mist. Den Lachgascontainer fesseln. Da besteht keine Flucht. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh. Ja. Ihn mit irgendwas kombinieren. Die Verbrechensrate hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. So ungefähr seit meinem 18. Geburtstag. Zum Glück ist dafür die Jugendkriminalität nahezu komplett verschwunden. Ja, okay. Hebel. Knast. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Da braucht man einen Schlüssel für Zellengitter. Da besteht keine Flucht. Das Zellengitter können wir aber vielleicht irgendwie. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre. Vielleicht können wir es auch. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Nee. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Dietrich, wie kommen wir an den Dietrich an? Hey Dietrich, frag mir das mal. Wie komme ich an diesen Dietrich ran? Ganz einfach. Du machst das einfach so. Ja, einen kleinen Flachwitz. Musste ich mir auch mal leisten. Ja. Nee. Der ist so schwer, mit mir zu nehmen. Okay, den kriegen wir da nicht mehr rein. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Oder doch? Feuerlöscher. Ich kann das Ding nicht mehr sehen.
Ja, weil du dich umgedreht hast. Ich kann das Ding nicht mehr. Ja, da rein dort. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Feuerlöscher da rein. Nein. Wie ich Gizmo kenne, wird er meine Sachen noch früh genug konfiszieren. Der Clown unter die Narkose gasen. Clowns. Nein. Wie? Schwamm drüber? Nein. Wie? Ja, gut. Zurück in die Gasse? Nee. Ist nicht wirklich die Option. Ja, dann hier mal vielleicht runter. Gerutscht. Und da haben wir noch den Bullen. Können wir vielleicht irgendwie von hier aus irgendwas betätigen? Von hier? Nee, wahrscheinlich nicht so. Den Bullen. Sorry, ist ein Stier. Aber kann man den Bullen trotzdem mit der Hand fesseln? Da besteht keine Fluchtgefahr. Mit Handschellen. Da besteht keine. Hätte sein können. Kombiniere mit dem Stier. Ja. Ihm mal ein bisschen wehtun. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Aha. Aber vielleicht so? Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Ein Hammer vielleicht? Der Stier ist wütend. Zeit für ein Rodeo. Ja, warum nicht? Darum nicht.